Episode möchte ich mit dir meine Meditation teilen, die ich momentan jeden Tag mache oder so gut wie jeden Tag und zwar gleich nach dem Aufstehen. Ich ziehe mir einfach meine Sportsachen an, trinke ein Glas Wasser oder auch einen frischen Saft. Momentan gibt es bei mir Selleriesaft, pur, absolut empfehlenswert. Kannst doch googeln über die Wirkung von Selleriesaft oder The Benefits of Celery Juice, wenn es dich interessiert. Und dann geht es mit der Meditation los. Ich setze mich auf den Boden dafür, mit den Füßen, mit den Fußsohlen auf dem Boden, also nicht mit überkreuzten Beinen, sondern mit den Knien abgewinkelt und meine Arme ruhen dann einfach auf den Knien oder in meinem Schoß. Der Grund dafür ist, dass diese Meditation eine energetische Übung ist. Es ist ja eigentlich alles Energie, nur von verschiedener Dichte, also Luft ist einfach weniger dicht als Dampf, weniger dicht als Wasser, weniger dicht als feste Materie. Und da gibt es auch verschiedene Dichten. Und dann gibt es noch viel feinere Energien. Und diese spürst du. Und ich spüre sie stärker, wenn meine Fußsohlen auf dem Boden sind und ich eben nicht im klassischen Lotus-Sitz, so wie im Yoga, bei dieser Meditation verharre oder verweile. Verharre. Das ist egal, ob du im 10. Stock bist oder in einer Wiese sitzt, aber es macht einen Unterschied zu, wenn du mit überkreuzten Beinen im klassischen Lotus-Sitz oder im Schneidersitz wärst. Gelernt habe ich das alles im Coaching mit Marina Haas, die betreibt dein Transformationsprojekt und mit ihr zusammen habe ich auch die Glaubenssätze und Affirmationen zusammengestellt, die für mich gut passen. Die teile ich heute mit dir. Es kann sein, dass die auch für dich gut passen, weil sie relativ allgemein sind. Aber wenn einer dieser Sätze für dich nicht stimmig ist, dann kannst du stattdessen einfach wiederholen, ich liebe dich. Und das an dich richten. Du kannst auch sagen, ich liebe mich, wenn das für dich ein angenehmeres Gefühl erzeugt. Das allein ist schon eine Übung an sich. Einfach nur meine Meditation dauert 12 Minuten. Für diese gesamte Zeit immer wieder innerlich oder wenn du magst auch laut zu wiederholen, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich. Du kannst es mit geschlossenen Augen machen. Du könntest vor allem diese Übung auch machen vor einem Spiegel und dir dabei in die Augen schauen. Das ist sehr intensiv. Und für mich, wie ich das zu Beginn mal gemacht habe, war das so überwältigend, dass mir die Tränen gekommen sind. Stimmt nicht, zuallererst habe ich es nicht geglaubt. Dann irgendwann habe ich mir gedacht, also wenn das wirklich stimmt, dann ist das so wunderschön und dann sind mir die Tränen gekommen. Mittlerweile freue ich mich einfach nur und wiederhole innerlich, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich. Und das hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Selbstliebe ist so wichtig, denn du bist immer mit dir zusammen. Du bist von Geburt bis zu deinem Tod mit dir zusammen. Und dementsprechend wäre es doch ganz gut, wenn du diese Person, dieses Ich, mit dem du da zusammen bist, die ganze Zeit auch magst und liebst. Du merkst also schon, bei dieser Meditation geht es nicht nur darum, einfach sich auf seine Atmung zu konzentrieren oder ein Mantra zu wiederholen oder ein Bild vor dem inneren Auge zu sehen, sondern da gibt es eben Glaubenssätze oder einfach diesen einen Satz, ich liebe mich. Und dann kommt bei mir noch dazu, dass du zwei energetische Übungen machst. Die erste ist die Aktivierung vom Reiki. Vielleicht hast du da schon eine Ausbildung dazu gemacht, vielleicht hast du schon eine Behandlung dazu empfangen, aber falls du das nicht weißt, Reiki ist aus dem Japanischen eine energetische Technik. Und man könnte sagen, es ist eine Art von Handauflegen. Bei der Behandlung werden die Hände aber nicht unbedingt den Körper berühren, sondern können auch über dem Körper schweben und einfach nur Energie senden. Während man die Ausbildung macht, lernt man verschiedene Reiki-Symbole und kann dann sich selbst damit behandeln oder auch andere, je nachdem welches Level, welche Stufe der Ausbildung man gemacht hat. Wenn du das jetzt schon mal gemacht hast selbst oder empfangen hast, dann kannst du einfach die Energie von Reiki aktivieren. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann würde ich dir empfehlen, einfach an etwas zu denken, das dir ein wunderbares Wohlgefühl verursacht und dann dieses Gefühl fühlen, dieses Gefühl aktivieren.
Die zweite energetische Übung ist der sogenannte Healing Code. Dazu gibt es ein Buch und du findest auch ganz viel online in Videos und Artikeln. Also es ist sehr leicht danach zu lesen, wenn es dich weiter interessiert. Die Idee dahinter ist, dass sich Stress im Körper manifestiert in Krankheit. Dass wenn du Stress hast, sei es durch Streit, durch zu viel Arbeit, durch einen Unfall zum Beispiel, dass in der Zellerinnerung gespeichert wird und die Symptome davon dann Dinge wie Allergien und Krankheiten sein können. Der Healing Code setzt bei diesem Stress an, anstatt bei den Symptomen, und gleicht durch positive Energie die negative Energie in den Zellerinnerungen aus, sodass die Selbstheilungskräfte wieder frei arbeiten und sich entfalten können. Die Anwendung funktioniert so, dass du deine Hände ungefähr so hältst, sich also die Daumen und die anderen Finger nicht ganz berühren und sie dann in vier verschiedenen Positionen um deinen Kopf herum hinhältst und diese Positionen jeweils für 30 Sekunden hältst. Das Ganze mindestens dreimal wiederholst, das heißt also 6 Minuten lang machst. Viele empfehlen auch, das 5-mal zu wiederholen, also 10 Minuten, oder 6-mal zu wiederholen, also 12 Minuten lang. Manche machen es sogar noch länger. Also es gibt da kein oberes Limit, du kannst da keine Überdosis an Healing Code machen, aber 6 Minuten sind mal das Minimum und das wird auch in dem Buch empfohlen. Die Positionen sind, dass du deine Hände vor deinem dritten Auge, so ein bisschen oberhalb von der Linie zwischen den Augenbrauen hinhältst, dann vor deinen Kehlkopf, links und rechts bei deinem Kiefer und dann ein bisschen oberhalb und hinter deinen Schläfen. Und zwar immer mit dieser Handposition, Daumen berühren, die anderen Finger nicht ganz. Erinnert mich immer so ein bisschen an die Schattenspiele. Du hältst die mit ein bisschen Abstand von deinem Kopf und ich spüre, dass schon, wenn ich die Hände nahe am Kopf habe, dass die Energie stärker fließt, als wenn sie weiter vom Kopf entfernt sind. Wichtig ist, dass du dabei entspannt bleibst, dass du dich auf deine Glaubenssätze konzentrierst zum Beispiel, oder beim Healing Code kommt dazu, dass da auch noch ein Wunsch abgegeben wird oder eine Bitte. Im Buch heißt es ein Gebet. Das kann unangenehm sein für manche Menschen, die nicht an Gebete glauben oder das Wort so sehr mit Religion verbinden, dass sich alles in ihnen verkrampft. Aber ein Gebet ist ja eigentlich eine Bitte, wenn man um etwas bittet, oder eben auch ein Wunsch. Ich schließe dieses Gebet, diesen Wunsch, dann gerne mit einem großen Danke ab, denn wenn du im Dankbarkeitsgefühl drinnen bist, bist du nicht im Mangelgefühl drinnen. Wenn man Dankbarkeit empfindet für etwas, das man vielleicht noch gar nicht hat, dann hat man aber ein Gefühl der Fülle und dadurch ist das Ganze sehr, sehr viel stimmiger und positiver, als wenn man aus einem Mangel heraus bittet. Also du fängst an mit den Händen über dem dritten Auge, vor dem dritten Auge. Und wenn sich das sehr intensiv anfühlt, kannst du die auch gerne weiter weghalten. Mit den Augen geschlossen am besten. Wenn du sie nicht schließen möchtest, dann lass sie einfach offen und habe einen sanften Blick in die Ferne. Danach zum Kehlkopf. Als drittes zum Kiefer, links und rechts. Linke Hand beim linken Kiefer, rechte Hand beim rechten. Und dann zum Schluss bei den Schläfen, leicht oberhalb und hinter den Schläfen, also dort, wo kein Knochen ist, wo sich's weich anfühlt, am Ende der Augenbrauen, ein bisschen oberhalb und dahinter, dort, wo wieder Knochen ist. Und dann wiederholst du das Ganze noch 2-mal für 6 Minuten oder noch 4-mal, wenn du 10 Minuten Zeit hast. Die Bitte, das Gebet oder der Wunsch ist im Buch ein relativ langer Satz. Ich habe davon noch eine kürzere Version gemacht, denn den langen Satz merke ich mir nicht, ganz ehrlich gesagt.
Ich werde ihn komplett vorlesen, aber ich gebe dir auch meine Alternative für, wenn du vielleicht nicht gerade dieses Video anschauen kannst und nur so vage Erinnerungen hast, wie der Satz denn eigentlich gegangen ist. Ich bitte darum, dass alle bekannten und unbekannten negativen Bilder, alle ungesunden Glaubenssätze, destruktiven Zellerinnerungen und jegliche körperliche Beeinträchtigung, die durch, und da fügst du dann dein aktuelles Thema ein, entstanden sind, aufgespürt, erschlossen und geheilt werden mögen, indem mich das Licht, das Leben und die Liebe aus der Quelle des Universums erfüllen. Ich bitte darum, dass sich die Wirkkraft dieser Heilung um ein Vielfaches steigern mögen. Danke. Meine Kurzversion dazu ist, ich bitte darum, dass die Energie der Heilung in mich einziehen kann. Danke. Das ist also meine Meditation. Die Übung selbst stelle ich in eine zweite Aufnahme, denn ich finde es angenehmer, zuerst eine Aufnahme mit der Einleitung zu haben und dann in der Aufnahme der Übung gleich mit der Übung anfangen zu können. Ich hoffe, dich hat diese Episode inspiriert und dir Ideen gegeben, vielleicht deine eigene Meditation zu finden, deine eigenen Glaubenssätze. Vielleicht möchtest du mit Marina in Kontakt kommen und deine Transformation beginnen. Oder vielleicht einfach, dass du die Meditation mit mir machen willst. Wie dem auch sei, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig über einen Daumen hoch, über einen Kommentar unterhalb, was ich als nächstes besprechen oder vorzeigen könnte und auch Feedback, wie du diese Episode fandest. Wenn du mehr von mir sehen willst, abonniere meinen Kanal oder komm rüber auf rotopia.com. Melde dich dazu im Newsletter an und bekomme von mir hier und da relativ unregelmäßig E-Mails mit Dingen, die ich sonst nicht teile. Vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche dir alles Gute, einen wunderschönen Tag und bis bald bei Rotopia. Ciao.